17. Januar, kurz vor 7, Winter in Deutschland. Also beeilen Sie sich lieber jetzt ein bisschen und fahren dafür gleich eine Ecke langsamer zur Arbeit. Meine Freunde würden mich jetzt gerade auslassen, dass ausgerechnet ich mir diesen Tipp quasi von den Lippen hole. Die ist immer, ich habe es immer eilig, aber ich weiß auch ganz genau, was da gerade runterkommt, vor allem im Süden, aber auch in der Mitte und sogar auf Rügen. Sie sehen so ganz leichten Schleier, auch dort schneit es gerade. Das liegt vor allem an Tief Feodor, dort unten zu finden. Der befindet sich also über Italien und lenkt östlich um die Alpen herum feuchte Luft nach Süddeutschland. Die trifft dann auf unsere Kaltluft und dann schneit es. Bianca übrigens hier oben sorgt im Nordwesten für etwas Sonnenschein. Und wenn es nicht gerade schneit, dann sind wir unter dichten Wolken versteckt. Aber im Süden schneit es eigentlich die ganze Zeit und den ganzen Tag über. Und da kommt dann auch einiges zusammen. Heute Mittag und auch jetzt schon Wolkenlücken im Nordwesten. Ganz kommen Sie hier auch um die Wolken nicht herum, auch nicht in Hamburg, trotzdem hier mit am freundlichsten. Entlang der Ostseeküste schneit es gerade und wird mit 0 Grad dann später am wärmsten. Mit Glück sind auch so ein paar Sonnenstrahlen dabei. Nachmittags schneit es nördlich von Bayern immer weniger, in Bayern aber nach wie vor jede Menge. Am Alpenrand kommen gut und gerne bis zu 20 cm Neuschnee zusammen. Das sind die Temperaturen dazu. Da hat sich irgendwie nicht viel getan. Ein bisschen wärmer im Osten, weil wir die feuchte Mittelmeerluft, die auch ein bisschen wärmer ist, auch abbekommen. Aber ich möchte eigentlich bei diesen Zahlen, bei dieser Zahl 20 bleiben. Die kann uns nämlich auch noch mal am Wochenende begegnen. Minus 15 bis minus 20 Grad kann es unter Umständen nachts kalt werden, wenn über dem Schnee der Himmel aufreißt. Hier in Berlin nicht. Dafür bin ich sehr dankbar. Und ich bin sicher, Alexander Simon auch. Hier sind die N24 Nachrichten. Daran, dass wir eine südwestliche Strömung bekommen. Ach nein, ich zeige es dir am besten gleich noch mal ganz genau. Tatsächlich ja. In den Alpen 10 bis 15 cm, hier im Osten vielleicht so 1 bis 12, hier im Osten, nee, im Osten nicht, sondern in Bayern 1 bis 12 cm, im Osten 1 bis 2. Im Flachland sind es tatsächlich 8 bis 9 cm, in München kommen ungefähr 3 cm zusammen. Ich weiß, ich lehne mich ein bisschen aus dem Fenster, indem ich das alles jetzt so einordne, aber es ist Tief Feodor, der da etwas nachlegen muss. Im Moment rieselt es tatsächlich nur so ganz leicht, wie Mick gerade gesagt hat. Hoch Bianca kämpft nämlich gegen ihn an, deswegen auch die Sonnenstrahlen hier im Norden. Im Süden schneit es aber den ganzen Tag über. Allerdings ist das wirklich nur so ein leises Dahinrieseln, dafür aber stetig. Richtung Norden lässt das dann immer mehr nach, auch im Laufe des Tages Richtung Nordwesten etwas Sonne. Dabei bleibt es aber dauerfrostig kalt. Am Oberrhein und an der Ostsee rund 0 Grad. Am Freitag und am Wochenende weiterhin weiß, aber es schneit immer weniger. Sonntag dann auch mal so ein paar Sonnenstrahlen dazwischen. Und auch nächste Woche winterlich. Unsere Meteorologen beschäftigen sich gerade mit dem Eisregen, der uns Anfang nächster Woche droht. Bevor ich da jetzt aber die Pferde heiß mache, warten wir erstmal ab, was dabei rauskommt. Donnerstagmorgen, wir eilen mit großen Schritten aufs Wochenende zu. Vorher schneit es heute noch mal ordentlich und es wird etwas wärmer im Nordosten. Und ich erkläre Ihnen jetzt auch warum. Tief, Feodor, da unten. Schickt um die Alpen herum, sehen Sie hier ganz schön, feuchte Luft vom Mittelmeer zu uns in den Süden. Die trifft auf die kalte Luft und dann schneit es. Diese Luft ist aber nicht nur feucht, sondern auch mild. Die streift uns dann auch im Nordosten. Daher wird es bei uns dann heute zum Beispiel in Berlin etwas wärmer. Also mit etwas meine ich Berlin heute minus 2 Grad, gestern so minus 4 Grad. An der Ostsee um die 0 Grad. Es schneit hauptsächlich im Süden. Sie in der Mitte werden jetzt sagen, nee, stimmt nicht, bei uns auch. Aber der lässt im Laufe des Tages nach, der Schneefall bei Ihnen. Das kann ich Ihnen ganz anschaulich darstellen. Durch die Rheinebene in Richtung Norden schneit es nämlich ordentlich. Und auch im Frankfurter Raum ist noch etwas Schnee dabei. Im östlichen Nordrhein-Westfalen schon weniger. Und mit etwas Glück zeigt sich dann über Niedersachsen auch die Sonne. Hier übrigens jetzt mal unsere Zukunft. Entlang dieses Regenbandes, das Sie hier wirklich sehr schön erkennen, wird ein neues Tief entstehen über Spanien. Das zieht am Wochenende zum westlichen Mittelmeer runter. Allerdings hält Hoch Bianca nämlich noch gut dagegen, sodass es dann wahrscheinlich südlich an uns vorbeischrappt und der Eisregen, der dann kommen sollte, uns fast oder fast nicht, wenn vielleicht im Südwesten noch ein bisschen streift. Es sieht also eigentlich ganz gut aus gerade. Morgen und am Wochenende so ein bisschen Schnee, meistens bedeckt oder sogar sonnig. Also hin und wieder kommt die Sonne mal durch, so möchte ich es lieber sagen. Ganz im Süden haben Sie da nicht so große Chancen. Bei Ihnen tatsächlich meistens bedeckt. Diese Wolken von dem Tief, das ich da gerade erzählt habe, die schrappen dann bei Ihnen nämlich vorbei. Aber ansonsten das Wochenende eigentlich ganz schön, finde ich. 17. Januar, Winter in Deutschland. Also beeilen Sie sich lieber so ein bisschen und fahren dann ganz gemütlich zur Arbeit. Meine Freunde und auch viele lachen mich jetzt aus. Ausgerechnet ich gebe einen Tipp darüber, dass man nicht eilig sein sollte. Okay, ich weiß aber auch, was da gerade bei Ihnen runterkommt, vor allem im Süden. Aber auch in der Mitte und sogar auf Rügen schneit es heute Vormittag. Das liegt vor allem an Tief Feodor. Der befindet sich über Italien und lenkt östlich an den Alpen herum quasi feuchte Luft zu uns nach Süddeutschland. Die trifft dort auf unsere Kaltluft und dann schneit es. Bianca hier oben sorgt
auch noch für ein bisschen Sonnenschein im Nordwesten. Wenn es nicht gerade schneit, sind wir unter dicken Wolken versteckt, aber im Süden schneit es eigentlich die ganze Zeit über. Da kommt jetzt einiges zusammen, aber es flockt so eher so vor sich hin. Heute Mittag und auch jetzt schon Wolkenlücken im Nordwesten. Ganz kommen sie hier aber auch um die Wolken nicht herum. Und auch in Richtung Hamburg trotzdem mit am freundlichsten, trotz der paar Wolken. Entlang der Ostseeküste schneit es auch gerade und wird mit 0 Grad heute am wärmsten. Mit ein paar bisschen Glück haben sie auch ein paar Sonnenstrahlen. Nachmittags dann eigentlich, ja, passiert nicht viel. Es schneit weiter nördlich von Bayern nicht mehr ganz so viel, aber in Bayern immer noch, ich sag jede Menge, weil es halt so stetig ist. Am Alpenrand können so 10 bis 15 Zentimeter zusammenkommen. Dazu dann diese Temperaturen, na gut, die kennen wir ja eigentlich schon. Am Wochenende allerdings habe ich noch eine weitere Zahl für Sie, 20, minus 20, vielleicht auch nur minus 15. Es kann unter Umständen dann doch einiges nachts runtergehen mit dem Thermometer, wenn über dem Schnee der Himmel aufreißt. Hier in Berlin nicht und dafür, ganz ehrlich, sind wir, wo war denn die Karte, verdammte Axt? Da habe ich Ihnen die Aussicht in Karte einfach vorenthalten, aber da kommt sie nochmal. Also wir in Berlin frieren auch, aber nicht so wie Sie im Süden am Wochenende. Da sind wir ganz dankbar, also ich auf jeden Fall und ich bin mir sicher, Feli auch.